kann hinter seinen Angriffen, insbesondere gegen PKK-Stellung, durchaus einen Plan erkennen. Ich glaube, dass die jetzigen Veränderungen in der türkischen Politik ihren Ursprung haben im Mai 2015. Eine CIA-Spezialeinheit jagte in Syrien im Osten des Landes Abu Sayyaf, einen der führenden Kommandeure, der auch der Buchhalter des Islamischen Staates war. Und bei dieser Operation gelang es zwar nicht, Abu Sayyaf lebendig zu fangen, er wurde getötet, aber die Frau von Abu Sayyaf ging der CIA ins Netz und mehrere hundert Festplatten. Auf diesen Festplatten soll laut Guardian auch festgehalten sein, dass die Türkei, und zwar bis in höchste offizielle Kreise, Verbindungen zum Islamischen Staat lange Zeit unterhalten hat. Das bedeutet auch, man weiß, dass etwa 40 Millionen Dollar pro Monat der IS an Einnahmen aus dem Erdöl- und Gasgeschäft hat und dass davon ein ganz großer Teil mit der türkischen Regierung und deren Wissen abgewickelt wurde. Und möglicherweise war genau das das Erpressungspotenzial, mit dem dann die US-Regierung an die Türkei herantrat. Die USA wollte ja schon länger den Flughafen Incirlik nutzen, um von dort gegen IS-Stellungen bombardieren zu können. Die Türkei lehnte das ab. Jetzt stimmte sie überraschend diesem zu, was wahrscheinlich als Hintergrund eben die Festplattengeschichte um Abu Sayyaf hat. Und das zweite große Ereignis, was ich sehe für die durchaus rationale Politik von Herrn Erdogan, das waren die Wahlen am 7. Juni diesen Jahres. Dabei übersprang die HDP, die kurdische Partei, wieder erwarten mit 13% die zuvor von Erdogan auf 10% angehobene Hürde und verhinderte damit quasi den Durchmarsch gegen Erdogan. Erdogan wollte eine deutliche Kompetenzerweiterung. Dem wird nicht so sein. Die HDP und auch die Opposition stellen sich dagegen. Und vor allem wird auch die HDP sehr dafür eintreten, dass das eingestellte Korruptionsverfahren gegen den Sohn von Erdogan, Bilal Erdogan, wieder aufgenommen wird. Das heißt, von mehreren Seiten drohte Erdogan Gefahr, in Anführungszeichen, vor allem auch, weil die erfolgreichste Gruppe überhaupt im Kampf gegen den Islamischen Staat, nämlich die PKK und die kurdischen Volksmilizen, dabei waren, eine letzte kleine Grenzöffnung zu schließen und einen zusammenhängenden Korridorgebiet zu schaffen, wodurch es der Türkei nicht mehr möglich gewesen wäre, ohne quasi die Kurden um Erlaubnis zu fragen, nach Syrien einzudringen. Aus mehreren Gründen würde die Türkei das als vorteilhaft ansehen. Erstens, um syrische Flüchtlinge in einem Korridor in die syrischen Gebiete zurückzuverfrachten. Und auch, um natürlich gegen Assad eine Exilregierung zu installieren. Auch dazu braucht man einen Korridor. Und der drohte sich in den letzten Tagen zu schließen durch die Erfolge der Volksmilizen und der PKK. Wenn man diese Politik von Erdogan weiterdenkt, insbesondere auch mit in Rechnung stellt die Verhaftungen in den letzten Tagen von zahlreichen Politikern, auch Journalisten etc., Linken, denen die auch der kurdischen Partei nahestehen und nicht nur der PKK, dann wäre doch der nächste logische Schritt das Verbot dieser Partei. Das ist richtig. Wir haben ja in den letzten Monaten eine erhebliche Verschärfung der Menschenrechtslage durch die Politik Erdogans. Ein sehr bekannter Journalist in der Türkei wagte es, Bildmaterial und Tonmaterial zu veröffentlichen, auf dem festgehalten war, dass der türkische Geheimdienst Waffentransporte für den IS über türkisches Gebiet hat passieren lassen. Als dieses Material gesendet wurde, tobte Erdogan und drohte diesem Journalisten, dafür wirst du teuer bezahlen. Es rollen im Moment Verhaftungswellen gegen missliebige Journalisten. Erdogan war ja auch derjenige, der hochrangige Militärs verhaften ließ mit dem Vorwand, sie hätten einen Putsch angeblich geplant. Was wir feststellen können in den letzten Monaten ist, dass es ein neues Bündnis zwischen AKP-Regierung und
Militär gibt, übrigens auch den Grauen Wölfen. Das heißt, am äußersten rechten Rand grast im Moment Erdogan, wirft demokratische Spielregeln über den Haufen, baut massiv Menschenrechte, Meinungsfreiheitsrechte ab. Und ich bin sehr gespannt, was als nächstes folgt. Sie sprachen an, ob es nicht konsequent wäre, auch die HDP zu verbieten oder kurdische Parteien. Ich vermute, dass ja Erdogan nur dann eine Chance hat, wenn er jetzt Neuwahlen ansetzt. Dazu muss er aber im Vorfeld die kurdischen Parteien, die für immerhin 13% der gesamten türkischen Bevölkerung wählbar waren, so desavouieren und hofft, dass die HDP den Fehler macht, sich mit der PKK oder den Volksmilizen zu solidarisieren, um sie dann als Terrororganisation zu brandmarken und möglicherweise doch noch zu verbieten. Ich bin sehr, sehr sicher, dass die, wenn jetzt Wahlen wären, eher mehr als weniger Stimmen bekommen würden. Aus reiner Solidarität auch anderer Kurdinnen und Kurden, die ihn zunächst noch gewählt haben, dafür, dass er eigentlich scheinbar den Annäherungs- und Friedensprozess geführt hat mit ihnen, von dem er sich nun klar verabschiedet hat. Das heißt doch eigentlich, er muss sie jetzt verbieten, wenn er Neuwahlen macht. Das ist richtig und wäre aus seiner Sicht nur konsequent. Man muss ja mal zusehen, dass nach 40.000 Toten, die dieser kurdisch-türkische Konflikt gekostet hat, nach all den Jahrzehnten, wo die Kurden nur als Bergtürken tituliert waren, nach all dem Einsatz von Rüstungsexporten, übrigens auch aus Deutschland. Wo übrigens mit Panzern, die aus den Beständen der alten NVA Volksarmee waren, ganze kurdische Dörfer plattgewalzt wurden. So ist es. Ich kann aus eigener Anschauung noch berichten, dass ich mit mehreren Mitgliedern einer Friedensgruppe seinerzeit eine Landstraße blockiert habe, über die 50 Lkw mit Drohnen mit mehreren Millionen Schuss Munition in die Türkei geliefert werden sollten. Ich bekam dann einen Strafbefehl, den ich nicht bezahlt habe und hoffte auf ein Gerichtsverfahren. Medico International und andere hatten seinerzeit Strafanzeige gegen die Bundesregierung wegen Beihilfe zum Völkermord gestellt. Das Erstaunliche war, dass diese Strafanzeige fallen gelassen wurde mit einem Vermerk, dass die Bundeswehr als Geschädigte, weil wir eben diese 50 Lkw mehrere Stunden aufgehalten hatten, ausdrücklich nicht an einem Verfahren gegen mich interessiert war. Das heißt, man hat die Sache schlicht im Sande verlaufen lassen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Dies nur als Randbemerkung. Mir ist aufgefallen in den letzten Monaten und Jahren, dass nachdem PKK-Führer Abdullah Öcalan aus dem Gefängnis heraus zum Friedensprozess bereit war und sagte, wir wollen nach all dem Blutvergießen endlich die Waffen niederlegen, dass die türkische Regierung und speziell Herr Erdogan dies nicht gutiert hat, sondern sogar türkische Truppen verlegt hat in die kurdischen Gebiete und zwar in nicht geringer Zahl. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Es ging um totale Kontrolle. Offenbar war ihm nicht wirklich an einem Frieden gelegen. Wobei meine These ist, dass er für diese jetzige verheerende Politik noch teuer bezahlen wird, weil er damit natürlich die gesamte Türkei destabilisiert. Das Absurde ist ja, dass die Bundesregierung an die Peschmerga Waffen liefert, Milan-Raketen, Rüstungsgüter im Wert von mehreren Millionen und dass allen Leuten klar ist, dass über die Peschmerga diese Waffen auch in die Hände der PKK gelangen, im Kampf gegen die PKK. Übrigens, als die Peschmerga sich bei der Verteidigung der Jesiden im Irak zurückgezogen hatten, war es die PKK, die diesen bedrängten Menschen zu Hilfe eilte und sie wirklich effektiv dann geschützt hat vor dem Terror des Islamischen Staates. Übrigens auch die christlichen Assyrer. Die Jesiden waren die ersten, die Christen ebenfalls wurden von der PKK und zwar deutlich verteidigt. Auch das wurde keinesfalls gutiert oder honoriert. Die PKK ist ja damals unter anderem auch auf die Terrorliste gekommen, weil auf deutschen Autobahnen seinerzeit Blockaden stattfanden. Und es auch Anschläge in Deutschland gegeben hatte vorher. Und es gab auch Anschläge vorher. Allerdings muss man ja auch sagen, das, was Medico als Beihilfe zum Völkermord nannte, ist dem vorhergegangen. Das heißt, millionenfach exportierter Tod mit Wissen der Bundesregierung an den türkischen NATO-Partner.
wobei mir Kolleginnen und Kollegen Bilder zeigten, wo deutsche Panzerfahrzeuge in den kurdischen Gebieten eingesetzt wurden, genau aus diesen NVA-Beständen. Das war ja auch in der Zeit, in der damals Tanjok Chiller einen völligen Vernichtungskrieg gegen die Kurden geführt hat. So ist es. Das scheinen einige heute vergessen zu haben. Für mich ist die PKK genauso wie Hisbollah aus politischen Gründen auf der Terrorliste gelandet. Man könnte einige der befreundeten NATO-Organisationen in dieser Region durchaus ebenso auf die Terrorliste setzen. Bis vor kurzem gab es offene Kooperationen mit Rebellen. Mir fällt auf, dass jetzt auch die amerikanische Regierung ja sehr offen davon spricht, dass nach der Einrichtung einer Schutzzone, was nichts anderes als Krieg bedeutet, über dem syrischen Territorium, in dem Fall, dass die von den USA ausgebildeten Rebellen im Grenzgebiet angegriffen werden, sie künftig zuschlagen wird. Auch das ist eine neue Eskalation, die erst möglich wurde durch den Deal zwischen Türkei und amerikanischer Regierung nach dem Motto, wir drücken beide Augen zu, wenn ihr Krieg gegen die PKK führt und zum Schein als Deckmäntelchen vielleicht noch ein paar IS-Stellungen bombardiert. Klammer auf, das Verhältnis ist derzeit 1:10. Auf 10 Angriffe auf PKK-Stellungen kommt ein Angriff auf den IS. Und auf der anderen Seite die USA natürlich Incirlik wollten, was sie schließlich bekommen haben. Und dafür, und das ist der Skandal, schweigt nicht nur der Friedensnobelpreisträger Barack Obama, dafür schweigt auch die deutsche Bundesregierung und klagt nicht an, dass hier die NATO-Grundakte verletzt wird, die das, was die türkische Regierung derzeit tut, nicht hergibt. Offiziell soll ja die NATO ein Verteidigungsbündnis sein. Derzeit ist sie über die Türkei ein klares Angriffsbündnis. Wissen Sie, Herr Ronnefeld, es gibt noch eine andere Geschichte. Ich habe mir das alles sehr, sehr genau angeguckt, was da passiert ist. Dieses angebliche Attentat des IS, das Ausgangspunkt der ganzen Geschichte war, auf die jungen pro-kurdischen Kämpfer, die sich da versammelt hatten. Ja. Das angebliche Attentat, sage ich bewusst, des Islamischen Staates, folgt eigentlich einem Muster, das eher an die Grauen Wölfe erinnert. Mir fehlen natürlich hier von Deutschland, von München aus, die Möglichkeiten zu recherchieren vor Ort. Und Spekulationen sind erlaubt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Die türkische Regierung kam im vergangenen Jahr unter politischem Druck, als ein abgehörter Komplott öffentlich wurde, an dem unter anderem der türkische Geheimdienstchef, hohe Militär genau. und andere ja. beteiligt waren. Es ging damals um den angeblichen Überfall auf ein innerhalb des syrischen Territoriums gelegenes Denkmal des Vaters, des Gründers der türkischen Regierung, des türkischen Staates. Und die türkischen Militärs und Geheimdienstler sagten, wir könnten ja mit eigenen Soldaten diese in IS-Kämpfermonitoren stecken, so tun, als würden sie dieses nationale Heiligtum der Türken überfallen, das derzeit von rund 40 türkischen Soldaten nur geschützt wird, und anschließend eben sagen, das war jetzt der Grund, warum wir zuschlagen müssen. Nachdem das öffentlich wurde und offenbar ja ausgedacht war, war der Plan so nicht mehr durchführbar. Er zeigt aber von den Dimensionen, was alles an schmutzigen Spielen, sag ich mal in Anführungszeichen, an Komplotten geschmiedet wird und was alles an Anlässen offenbar inszeniert wird, um diese Politik zu führen und zu fahren, die man derzeit fährt.